schon an? Ach, wunderbar. Yeah.
erschienen. Bohemian kennt jeder. Grandioses Werk von Queen. Gleichnamiger Film läuft gerade. Wir haben bei der Premiere neu über gesungen im Kino. Wunderbar. Und danach kam es seit dem Mosa. Vor 2 Wochen war ja Totensonntag. Und auch im Gedenken an einen großen Künstler oder viele große Künstler, die die Welt erblickt haben, hatte ich dieses Lacrimosa mal geschrieben, das gerade eben gehört. Und als dritten Song kommt jetzt ein wunderschönes Lied von Billy Joel, ein Beziehungslied, das er damals für seine Geliebte geschrieben hat. And so it goes. There is a room
und genauso sensibel wie diese Musik, die Sie gerade wahrgenommen haben, sollte es eigentlich auch im öffentlichen Bewusstsein sein, dass die Menschenrechte wahrgenommen werden. Morgen feiert die Menschheit oder die Menschheitsfamilie 70 Jahre Menschenrechte. Aber die wenigsten wissen das. Leider, und wer den Wert kennt, zum Beispiel der erste Menschenrechtsartikel heißt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit Vernunft und Gewissen begabt sollen sie einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Da steckt so viel drin, sowohl der von Nächstenliebe, als auch wie man sich selbst begegnet, dass man selbst eine eigene Würde hat. Doch die Würde muss man wahrnehmen, auch sein Recht sollte man wahrnehmen. Und weil es so schnell in Vergessenheit geraten ist, in der Nachkriegszeit wurde es ins Leben gerufen, 1948, habe ich mir dann gedacht, vor 2 Jahren, schreib doch mal eine Sinfonie dafür. Die Sinfonie der Menschenrechte, und die hat Uli Sono auch schon wunderschön aufgeführt, uraufgeführt. Das ist ein ganz großer Verdienst und ich bin dem Chor sehr, sehr von ganzem Herzen dafür dankbar. Und wir haben unsere nächste Aufführung in Berlin, in der Veranstaltungsfeier am 3.3. nächsten Jahres, die auch den Menschenrechten gewidmet ist. Und da hören Sie jetzt aus der King-Sinfonie. Ich habe ja in dem Werk die Menschenrechte kombiniert mit Reden, und das ist die von Martin Luther King, diese berühmte I Have a Dream. Jetzt hören wir ihn leider nicht. Normalerweise kommt er dann aus dem Off, von der elektronischen Musik. Und er erzählt einfach, dass alle Menschen Brüder werden können, dass er von einer Welt träumt, von einer Symphonie der Nation, wo der Fels der Verzweiflung so behauen wird, dass aus den Dissonanzen ein wunderschöner Zusammenklang der Menschen wird. Aus der King-Sinfonie, 2. Satz, I have a dream. Dream.
Und jetzt singen wir ein wunderschönes, altes, französisches Weihnachtslied. Hört der Engel helle Lieder und ein tolles Quartett. Es erzählt wieder die Verkündigung der Engel bei den Hirten. Und es klingt einfach schön. Roger, I'm in love with you.
sie noch einen wunderschönen kleinen feinen Satz von Hugo Diesler. Ich brach drei dürre Reiselein und das ist für den 4.12. gewidmet. Das ist der St. Barbaras Tag. Wenn man da die Kirschzweige ins Wasser stellt, dann wachsen sie in schönster Weise zum Heiligen Abend. Ein wunderschöner Brauch und beschreibt natürlich auch das Wachsen der eigenen inneren Herzenszweige oder der inneren Berührtheit, die dann in der heiligen Nacht ganz da sein und aufgehen kann.
zum Abschluss ein wunderschöner Christmas Carol von John Rutter, einem englischen Komponisten, zeitgenössischen. 1984 hat er die geschrieben, ist sehr bekannt geworden mit dieser. Und es ist die Candlelight Carol und erzählt auch wieder vom kleinen Jesuskind. How do you count?
muss gleich noch eine Zugabe geben, wenn das vom Publikum gewollt ist, würden wir uns natürlich gerne bei unserer Pianistin Olga bedanken. Herzlichen Dank. Dann wiederholen wir nochmal den Anfang des zweiten Teils.
Bohemian Rhapsody. So ein schwieriges Schritt. Vier Notenwürmer ist es lang.